Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcast. Müsste jetzt die 55 sein, wenn ich mich nie komplett verrechnet habe. Ich glaube, heute habe ich es mal richtig. Und ja, wir sind hier wieder heute, Sonntag, Nacht, frühestens, auf YouTube oder auf Anchor oder auch sonst irgendwo, wo ihr diesen Podcast empfangt bzw. hinleitet oder abruft. Und ich habe wieder ein leckeres Thema für euch. Ich weiß gar nicht, wie lange der Podcast heute wird. Kann sein, dass er etwas kürzer wird als sonst. Wobei ich das eigentlich immer sage, nicht immer, aber ich denke es mir immer und dann laber ich doch wieder dreiviertel Stunde, Stunde. Jedenfalls, es geht wieder um ein Thema aus meiner musikalischen Erfahrung. Es geht um ein Thema, was in der Musik auch heutzutage, ich glaube, fast schon mehr denn je im Gespräch ist. Vielleicht nicht immer so arg präsent, aber in bestimmten Nischen auf jeden Fall. Und eben auch in einer Nische, in die ich halt auch reingehöre. Also eigentlich keine Nische, sondern eigentlich ein breites Feld, aber halt eben das Feld des Metal zum Beispiel. Und da gibt es immer wieder die Debatte, also Debatte in dem, also ich sag mal so, es ist jetzt nicht so präsent, das Thema, das will ich damit sagen, weil es jetzt nicht immer das erste Thema ist, was angesprochen wird, wenn es um Metal geht. Aber es ist ein Thema, was so etwas tiefer im Metal vergraben liegt. Also ein Thema, was im Metal sehr präsent ist, aber es ist jetzt nicht übermäßig präsent an sich. Aber hauptsächlich ist es im Metal zu finden. Behaupte ich jetzt, weil daher kenne ich es. So, und zwar geht es so ein bisschen um das Thema Komplexität, Technicality gegen Feeling. Oder auch besser, oder auch einfach die Debatte, ist Musik, die kompliziert gemacht ist, automatisch besser als Musik, die simpel gemacht ist. So kann man es auch werten. Es geht erstmal im Allgemeinen darum, also um das Thema simple Musik versus komplizierte Musik. Und genau, jetzt würde ich eine oder andere fragen, so ja, du bist ja sicherlich für die simple Musik, du sitzt hier im AC/DC-Shirt, also alle Ehrenmann, die das Video hier auf YouTube schauen und auch das Video dazu haben, nicht nur die Audio. Das Shirt trage ich gerade einfach zufällig. Na, ich höre eigentlich gar nicht mehr so viel AC/DC, aber ich glaube, AC/DC-Shirts sind irgendwie so ein Teil Merch, was man irgendwie als Musiker einfach hat. Man weiß nicht, wo es herkommt, man hat es einfach. Und deswegen, für alle, die mich nicht kennen, ich habe Gitarre studiert, ich habe ein Ausbildungsprogramm quasi auf professionellem Niveau abgeschlossen zum Thema moderne Rock-Metal-Gitarre und Jazz und ich bin durchaus auch in all diesen drei Richtungen vertreten, also ich spiele auch Jazz, ich vermische auch diese Genres und ich kenne mich auch im Jazz aus, zumindest mal so, wie man sich auskennt, wenn man als Metaler in Jazz reingeworfen wird und das ganz interessant findet. Ich bin jetzt kein geborener Jazzer, ich kenne jetzt nicht die ganzen klassischen Jazzkünstler alle mit Vor-, Nachname, Geburtsort und weiß, was für Songs die wie gespielt haben und warum die so geil sind. Ich höre Jazz, ich find's geil, ich kann über Jazz-Standards improvisieren, ich kann eine große Reihe an Jazz-Akkorden raushauen und damit auch variieren. Also ich bin so ein bisschen drin im Jazz, aber auch nicht Obercrack. Jedenfalls, ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen eine Ahnung davon, wie man Musik auch kompliziert gestalten kann. Das möchte ich damit sagen. Auch wenn ich jetzt hier gerade ein Shirt trage, was dem vielleicht nicht ganz entspricht. Aber nur, dass Leute, die mich jetzt vielleicht nicht kennen und das jetzt zum ersten Mal hier auf dem Kanal sehen, nicht denken, was will denn der hier von komplexer Musik quatschen, wenn er dieses Shirt anhat. Ja, genau. Jedenfalls, ich selbst mache ja auch recht komplexe Musik, sage ich mal so. Und da stoße ich immer wieder auf das Problem, dass ich mir teilweise denke, was ich da geschrieben habe, ist cool, aber das ist ja eigentlich ein bisschen zu simpel. Merkt ihr was? Wer sagt denn das überhaupt? Ich vergleiche mich ja in dem Moment mit anderen Künstlern, die aktuell so im Trend sind, im Genre des Progressive Metal, wo ich mit meiner Band Alternative Ways unterwegs bin. By the way, releasen wir am 7. August 2020, also jetzt den übernächsten Freitag, unsere erste EP. Die wird dann hier auch noch ein bisschen beworben werden im Laufe der nächsten Wochen. Jedenfalls, wir machen Progressive Metal, instrumentalen Progressive Metal. Das heißt, wenn du instrumentalen Progressive Metal machst, misst du dich ja erstmal mit der Oberklasse. In dem Fall Pliny, Intervals, Animals as Leaders, aber auch Dream Theater, aber auch andere Bands, die jetzt zwar Progressive Metal machen, aber nicht unbedingt Progressive Rock und aber nicht unbedingt Instrumental, Tool, Rush und wie sie alle heißen.
und ganz viele andere. Das sind nur die ich jetzt höre, aktiv. Und das ist so eine Sache, da vergleicht man sich dann damit. Also gerade speziell, wenn man in einer eh schon komplexen Schiene unterwegs ist. Ich werde gleich auch noch verallgemeinern, wie es auch außerhalb von Progressive ist. Aber gerade in Progressive merke ich es oft, dass ich mich anfange oder ich anfange, meine Songs mit den Künstlern zu vergleichen, die ich jetzt gerade genannt habe, die ich selber höre. Und denkt man dann so, gegen die ist das doch ein Witz. Was will ich denn damit? Dass es im Endeffekt aber nicht darauf ankommt, ob jetzt ein Song zu 90% dem Komplexitätsgrad des schwierigsten Animals as Leader Songs, wo ich nicht wüsste, welcher es wäre. Sind alle irgendwo komplex und blickt aber alle nicht durch. Ob der jetzt 90% so nah dran ist an der Komplexität oder ob das jetzt 70, 60, 50% sind oder 150%, ist doch scheißegal erstmal. Es geht auch nur, dass die Musik gut ist, dass man das, was man ausdrücken will, was auch wichtig ist, es geht ja immer darum, was auszudrücken, zumindest geht es mir darum, das zu transportieren, wenn man das transportieren kann und wenn das dann auch irgendwie melodisch klingt und rhythmisch einigermaßen interessant, ist es doch jetzt scheißegal, ob da ein Part ist, wo ein 7-Achtel auf ein 9-Achtel, auf ein 5-Achtel, auf ein 12-Achtel, auf ein 13-Achtel-Takt folgt oder ob es ein durchgehender 4-Viertel-Part ist, der einfach geil klingt. Aber teilweise denke ich mir so, du hast da jetzt relativ Standardzeug gemacht, was die Struktur angeht. Du musst da eigentlich nochmal irgendwas reinhauen. Und dann denke ich mir so, aber warum? Und dann denke ich meistens nach und komme zu dem Entschluss, dass ich jetzt lieber nicht den, wie ich finde, musikalisch guten Part im schlimmsten Falle verhunze, dadurch, dass ich irgendwas reinmache, was Hauptsache komplex ist, dass die Prog-Fans Hauptsache drauf abfahren. Weil das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, gerade im, ich bleibe jetzt mal ein bisschen im Metal oder auch im Prog-Metal, gerade im Metal ist es ja auch so ein bisschen Marketing-Taktik, habe ich das Gefühl, Songs immer komplexer zu machen. Klar, man will sich irgendwas Neues ausdenken, weil das Alte ist ja schon da. Und man will ja irgendwie rausstechen, man will ja, dass die Leute sagen, boah, was macht denn der? Aber ist die Frage, muss es immer sein? Weil einerseits ist es cool für sich selbst auch was Komplexes zu machen, wenn man sich weiterentwickelt dabei, wenn man eine Technik vielleicht lernt, die man lernt, weil man sie in einem Song einbaut, die man aber vielleicht auch gar nicht spielen kann, dann lernt man sie, weil man diesen Song übt, weil man ihn ja aufnehmen will, weil man ihn ja irgendwie zusammenbasteln will aus tatsächlichen Recordings und veröffentlichen will. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon Techniken gelernt im Prinzip, weil ich sie gebraucht habe für die Songs, die ich geschrieben habe. Da habe ich sie eingebaut, weil ich dachte, das klingt cool. Also meistens schreibe ich meine Songs in Guitar Pro. Das heißt, ich kann schreiben, was ich will. Ob ich spielen kann, ist dann der nächste Punkt. Aber das kommt erstmal später. Der Song wird erstmal geschrieben und dann wird er gespielt. Also teilweise auch Stück für Stück. Ich überlege mir die Sachen ja an der Gitarre, aber nicht zusammenhängend und nicht im Originaltempo. Ich überlege mir Part für Part, schreibe es auf und dann muss ich es in einem Gesamtdurchlauf spielen können. Und da ist es teilweise schon cool, was Komplexes einzubauen, das dann zu lernen und zu meistern und zu merken, ey, man kann es ja. Aber es ist auch einfach mal entspannt, was Leichteres zu machen, was vielleicht sogar noch besser klingt, jetzt so für den Otto-Normalverbraucher. Allerdings ist da wieder die Gefahr, dass dann die Prog-Fans sagen, ist ja kein Prog, ist ja nur radiotauglich. Gut, wenn man sich jetzt im Rahmen des Progressive Metals Instrumentalen vor allem aufhält, muss man, glaube ich, nicht oft davor Angst haben, mit Radiotauglichkeit betitelt zu werden. Weil das ist, glaube ich, eher was im Prog eh seltener ist. Aber, ich sag mal so, wird vielleicht nicht so dann doch ein bisschen wieder mit komplexerem Kram verglichen, wird gesagt, das kann ich ganz mithalten. Aber gut, deswegen gibt es ja auch verschiedene Bands. Es muss ja nicht jede Band gleich klingen. Und man vergleicht dann immer, man denkt sich immer so, wenn es dann gleich klingt, denkt man sich ja, ach, klingt ja gleich. So, deswegen, ne, also blöd gesagt jetzt. Ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Wenn jetzt eine Band um die Ecke kommt, die 1:1 so klingt wie Rammstein zum Beispiel, dann wird gesagt, die klingen ja so wie Rammstein. Wenn sie es aber vielleicht fast so klingen würden, aber ein Quäntchen irgendwie anders wäre, und zwar auf die Art anders, dass es ungewöhnlich klingt, würde man vielleicht sagen, ey, wenn sie das mal besser machen würden, dann würden sie klingen wie Rammstein, das wäre richtig geil. Aber wenn sie von vornherein so klingen, würde man vielleicht sagen, ey, die klingen ja genauso. Was soll denn der Scheiß? Von daher ist es ein Teufelskreis. Wenn man ein bisschen was anders macht als die anderen, dann kommt es vielleicht nicht gut an und es wird gesagt, ey, klingt doch ein bisschen mehr wie die. Wenn man aber wie die klingt, die es schon gibt, dann wird gesagt, ey, die klingen ja wie die.
Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, ja, mal ganz kurz. Was eine Nase gehabt hier, ey. Ätzend. Jedenfalls, ich nehme mal kurz einen Schluck hier aus meinem braunen Mineralwasser. Ohne Zucker. Welche solltest du kaufen? Ohne Zucker. Ja, genau. Jedenfalls. Genau. Beim Songwriting sollte man sich nicht so oft vergleichen. Aber das habe ich ja auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, wo es darum ging, ob Musikschreiben heutzutage einfacher ist als früher oder einfacher denn je. Fazit, schaut es euch hier oben an. Genau. Also teilweise pusht man sich selbst ein bisschen da rein, immer alles komplexer zu machen, um mit den Idolen mithalten zu können, weil die haben es ja auch so gemacht. Die Frage ist, macht man sich damit nicht vielleicht sogar die Songs ein bisschen kaputt? Ist mir aufgefallen, also ich habe es nicht kaputt gemacht, was ich geschrieben habe, ich habe es, wenn schon, um so viel Komplexität erweitert, dass es gepasst hat, oder ich habe ein bisschen was wieder zurückgenommen, bevor ich irgendwie gemerkt habe, es wird zu viel, oder ich habe es von Anfang an so gelassen, wie es war. Und die Songs sind trotzdem komplex, wenn man sie jetzt nicht geschrieben hat. So, das ist auch immer schwer einzuschätzen, wenn man es selbst macht. Gut, so viel dazu. Jetzt nochmal zur eigentlichen Frage. Ist Musik, die komplexer ist, immer besser? Jein. Geil, ne? Super. Frage beantwortet? Nicht. Schön umgewunden. Nee. Also, eigentlich gilt ja die Regel, einfach ist mal besser. Das Problem ist aber, einfach ist auch schon tausendmal da gewesen. Also heutzutage ist es halt so, dass jede Akkordfolge irgendwie schon benutzt wurde. Gerade wenn es darum geht, einen Rocksong mit Powerchords zu füllen, kommst du nicht drum rum, irgendwas zu machen, was schon gegeben hat. Letztes beispielsweise war ich ja mit dem guten Mike, meinem Kollegen, im Studio gewesen an unserer Uni, da habt ihr ja auch ein Video zu, könnt ihr auch mal reinschauen. Und da haben wir spontan über einen Backing-Track von Mike, also Mike ist Rapper und hat eben einen Beat mitgebracht, den er gemacht hat, und da habe ich dann spontan Gitarre drüber gespielt. Im Endeffekt bin ich dann nach einigen Versuchen bei einer Akkordfolge rausgekommen, die zu drei Vierteln, die aus den Akkorden, also den Stufenakkorden bestand, aus denen auch ein Name von Linkin Park besteht. Ich habe Powerchord benutzt und irgendwann bin ich da halt gelandet. Ich habe auch vorher wahrscheinlich schon andere Akkordfolgen gespielt gehabt, die es auch schon gegeben hat. Weil ich es halt simpel halten wollte, weil ich halt einen Gitarrenpart schreiben wollte, der einen Rap-Beat unterstützt. Und da muss es ja nicht so viel sein. Stichwort Linkin Park, kommen wir noch dazu. So. Deswegen, irgendwie ist alles schon mal, was möglichst simpel ist, alles schon mal da gewesen, weil es halt einen Haufen Leute gibt, die simple Sachen machen, weil simple Sachen, die nicht zu ausufernd sind, dem Otto-Normalverbraucher-Hörer meistens besser gefallen. Weil dann kann man ein bisschen mehr an verschiedenen Layern und Ebenen in den Song reinpacken, wenn nicht alles so viel Platz für sich beansprucht, also quasi vom Aufmerksamkeitsplatz quasi. Und dann kann man vielleicht ein besseres Klangbild abliefern als in einem Song, der halt einzelne Instrumente hat, die sehr komplex sind. Ich meine, bei Animals as Leaders zum Beispiel, die habe ich heute Mittag zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder gehört. Und da habe ich dann gemerkt, da ist ja eigentlich vom Klangbild her ist ja gar nicht so viel drin. Das sind halt die Gitarren, das Schlagzeug, vielleicht im Hintergrund ganz bisschen noch Bass, weil auf dem Album ist ja eigentlich auch Bass drauf, auch wenn sie keinen Bassisten haben. Und vielleicht mal ein Synthesizer im Hintergrund. Aber da ist nicht viel mit irgendwelchen epochalen Streicherorchestern und hier so Dream Theater-like, weil da geht halt noch mehr ab als bei Dream Theater. Weil bei Dream Theater sind ja auch oft nur Parts mit Power-Chords, die halt in der komischen Rhythmik gespielt sind. Und dann, wenn mal ein richtig krasses Petrucci-Riff oder Solo kommt, ist der Rest meistens ein bisschen zurückgenommener. Außer bei Dance of Eternity. Da ist halt Vollgas 6 Minuten. Aber muss man auch wollen. Deswegen, man kann natürlich jetzt hergehen und kann Songs wie Dance of Eternity mit, ich glaube, 104 Taktzeiten wechseln, 6 Minuten mit Back in Black vergleichen. Man wird zum Ergebnis kommen, dass Dream Theater bessere Instrumentalisten sind. Aber sind sie das? Das ist die nächste Frage. Geskillter? Vielleicht. Aber im Endeffekt ist Back in Black halt tausendmal bekannter als Dance of Eternity. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist. Auf jeden Fall ist Back in Black halt hier und Dance of Eternity ist irgendwo hier. So. Nicht hier unten, weil da unten irgendwo, da ist dann gar nichts, aber
Dance of Eternity ist ja für sich in der Nische, wo es drinsteckt, ein bekannter Song, der dafür bekannt ist, dass er sau kompliziert ist. Man kann sich nicht immer anhören. Man kann auch nicht binge-listenen, weil er einfach ein bisschen zu abgefuckt ist. Aber Back in Black ist halt, ne, so, ganz oben. Weil ist halt simpel. Und wie ich es gerade schon gesagt habe. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, sind denn Instrumentalisten, die simpel spielen, schlechter als Instrumentalisten, die volles Brett geben? Da fällt mir nämlich auch wieder die Band Linkin Park ein. Weil, da hatte ich auch mal eine Diskussion drüber gehabt in einem Ultimate Guitar Thread, weil ich bei der, ich glaube es war irgendwie die Wednesday Question, beste Nu Metal Gitarristen, wo man in den Kommentaren quasi Vorschläge nennen sollte, und ich habe halt Brad Delson genannt. Nicht, weil ich es finde, ich habe extra zugeschrieben, ich finde nicht, dass er der Beste ist, er ist auch nicht der Technischste, aber er hat einfach eine unfassbar gute Fähigkeit, den Songs, auf denen er spielt, das zu geben, was diese Songs brauchen. Also das Serving the Song Prinzip, ja, dem Song dienlich sein. Dann wurde ich in den Kommentaren dafür angeheißen, dass das kein Skill sei, dass das kein Argument ist, warum er ein guter Gitarrist ist, weil er einen Song mit dem füllt, was der Song braucht. Jetzt hört euch auch mal Linkin Park Tracks an, egal ob's Papercut ist, One Step Closer, Numb, ob's Faint ist, Breaking the Habit, ob's hier, was weiß ich, What I've Done ist, ob's jetzt Iridescent ist, ob's Lost in the Echo, Burn It Down oder, weiß ich nicht, Wastelands, wo es dann ja ein bisschen mehr Gitarre gibt, oder auch One More Light. Das sind alles Songs, in denen Brad Delson präsent ist. Das sind alles Songs, in denen Brad Delson als Gitarrist seine Rolle in der Band, also klanglich gesehen, im Song quasi, seine Rolle im Soundbild, perfekt ausfüllt, wie ich finde. Und macht ihn das nicht eigentlich zu einem guten Gitarristen mit einem guten Gespür dafür, was musikalisch an einem Song benötigt wird? Würde ich unterschreiben. Weil zum Beispiel bei One More Light füllt er eben den Song, der natürlich von Chester Benningtons Vocals sehr emotional geführt wird, füllt er eben den Rest des Klangraums mit cleaner Gitarre, die mit entsprechenden Akkorden dass die Atmosphäre und die Stimmung des Ganzen unterstreichen. Hat sogar ein kleines Solo, was relativ minimalistisch ist, wie man es von Delson eigentlich kennt, in den meisten Fällen. Er ist ja kein großer Fan von Gitarrensolos, was eigentlich witzig ist, weil er ja selbst bekennender großer Metallica-Fan ist. Aber gut, er ist halt technisch limitiert, deswegen kann man verstehen, warum er nicht so gerne Solo spielt. Ist auch kein Hate in dem Falle, weil er ist halt technisch limitiert. Und das merkt man auch, wenn man ihn mal spielen sieht auf der Bühne, wenn er versucht, Solos rauszuhauen. Er hat schon mal das eine oder andere Shredding-Solo gespielt, gerade auf dem Album der Hunting Party ist einiges vertreten. Was man allerdings merkt, wenn es an gerade Tremolo-Picking-Parts geht, das ist mal so eine kleine Fehlanalyse, die ich quasi mal über die Jahre, die mir aufgefallen ist. Er spielt halt sehr viel aus dem Unterarm raus, hat deswegen auch schon hier die Sport-Tapes quasi rumgehabt, weil er sich mal irgendwie dann wo doch was gezerrt hat auf Natur oder so, weil aus dem Unterarm Tremolo-Picking machen ist halt nicht geil, das macht man aus dem Handgelenk und nicht hier mit dem ganzen Apparat. So, ich will gar nicht wissen, wie das an der Kamera ausgesendet, die Gesten, die ich gerade mache, aber ja, es muss, ne? Und wenn ich will, muss. Genau, also, nächste. Genau, Brad Delson, jetzt nochmal als Beispiel, füllt eben die Songs mit einer Wand aus Gitarrensound. Beispielsweise From the Inside, wo er auch zwischen einem sehr, sehr epischen, monumentalen Chorus mit fetter Mesa-Boogie-Verzerrung und PRS-Sound einfach die Akkorde niederlegt, quasi die unter dem ganzen, oder mit dem ganzen Schwingen, mit dem ganzen Song und einfach eine brachiale Wand aus Gitarrensound dahinstellen. Oder halt in den Strophen, wo er dann auf den Clean-Sound zurückfährt und perfekt, wie ich finde, das eigentliche Synthesizer-Thema des ganzen Songs unterstreicht. Und dann kommt halt noch der Breakdown-Part, wo es dann nochmal abgeht. Klar, mit simplen Cis-Power-Chords, einfach leere Saiten, aber was soll's, es klingt fett. Und das ist doch das, worauf es ankommt. Ich spiele diesen Song so unfassbar gerne. Ich habe letztens im Livestream, am Samstagabend im Livestream, also gestern Abend, habe ich erst das ganze Meteora-Album in einem Rutsch auf Gitarre gejammt quasi, als Play-Along.
Und ich liebe es einfach, diese Songs zu spielen. Es ist so schön simpel, man kann sich so schön in dieses Feeling reinfallen lassen und es macht so viel Spaß. Obwohl ich eigentlich aus dem Prog komme und mittlerweile hauptsächlich so Sachen cover oder spiele wie Dream Theater oder auch selber Songs schreibe im Stil von Pliny Intervals oder auch mal Tool-Sachen spiele oder Alter Bridge-Sachen, auch ganz, ganz geile Band. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, vor allem, weil es mir auch gerade im Fall von Dream Theater immer wieder neue Riffs gibt, die ich halt in meine Übungsroutine einbauen kann, um mein Alternate Picking besser und sauberer zu machen, um mein Sweep Picking sauberer zu machen, um mein Economy Picking sauberer zu machen und was nicht alles sonst noch. Und das ist aber auch nicht immer geil. Das macht nicht immer Spaß auf Dauer. Man muss auch mal einfach Power Chord Rock spielen. Und da ist Linkin Park halt dann sehr gut für geeignet. Aber es geht ja gar nicht um die Band an sich. Es geht ja eher darum, dass eben auch Simples sehr viel Spaß, also generell sehr viel Spaß machen kann. Und dass Simples aber auch irgendwo, nicht immer, aber auch mit, naja, jetzt sag mal, einem sehr guten musikalischen Verständnis zusammenhängen kann. Weil, was ich gerade gesagt habe, die Clean Parts bei From the Inside zum Beispiel, und die Clean Parts bei Breaking the Habit von Linkin Park, sind so unfassbar gut passend zum Rest des Songs, fügen sie so unfassbar schön in dieses gleichmäßige, homogene Song-Konstrukt ein und lassen das Ganze so richtig schön miteinander verschmelzen. Das ist einfach so gut gemacht, so kleine Details einfach, die nicht kompliziert sind, wo es sich um einen Akkord mit ein paar Variationen vielleicht melodisch bewegt, aber trotzdem, es klingt im Endeffekt so geil. Und das ist auch genauso wie mit ich sag mal, Easy Riffs zum Beispiel. Die sind auch alle total easy, basieren meistens irgendwie auf A, E und D und geht trotzdem gut ab. Also, ne? Also, ihr mal versteht, was ich meine. Das ist halt. Es bleibt halt also irgendwo im Kopf auch vor allem. Und das ist halt bei schweren Sachen teilweise schwerer. Und klar, man staunt vielleicht, wenn man da einen Thorsten der Basi thumpen sieht. Und man staunt vielleicht, wenn man da einen Don Petrucci abschredden sieht. Im Endeffekt sind es dann doch wieder die schönen Melodien, ja, die im Endeffekt dann den Teil ausmachen, den man im Ohr behält. Und den Teil ausmachen, den man dann quasi beim Konzert auch mitsingt. Habe auch schon Gitarrensolos mitgesungen und habe auch schon andere Leute gehört, wie sie das machen. Beispielsweise Master of Puppets Metallica, der Part nach dem zweiten Chorus, nach dem Clean Part. Das, wo dann das Solo von James Hetfield kommt. Das ist auch nicht kompliziert. Das sind einfache Dreiklänge. Also quasi arpeggiert. Ja? Das ist noch so an der Grenze zwischen schon ein bisschen komplexer, aber immer noch simpel. Oder auch eine gute Band als Beispiel für simple Sachen, die trotzdem unfassbar gut nach vorne gehen. Das hat Rammstein auch, habe ich ja vorhin schon mal genannt. In einem anderen Kontext. Und das ist auch so. Die Akkordfolgen sind easy, die Riffs sind teilweise auch easy, aber jetzt kommt noch so ein Punkt mit rein, der auch wichtig ist. Man muss trotzdem als Gitarrist, und da kann ich auch noch eine andere Band gleich nennen, man muss trotzdem als Gitarrist, der sich eher simpel hält und der eher auf Powerchords zurückgreift als auf Jazz-Akkorde und der rhythmisch eher wirklich seinen Platz in der Rhythmussektion der Band einnimmt, anstatt jetzt ständig irgendwelche Leadrollen einzunehmen, muss man trotzdem Gitarre spielen können. Also, es reicht halt nicht, einen Barchord auf Drop D greifen zu können, um Gitarrist zu sein. Man muss ja trotzdem auch rhythmisch ein echt gutes Gespür haben, um Riffs zu spielen, wie zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein, Linkin Park, Points of Authority. Das ist ein Riff, was eigentlich abgesehen vom Chorus den ganzen Song durchgeht, aber man muss es spielen können, man muss die Koordination haben zwischen Palm-Mutings, Right-Hand-Mutings und dem ganzen rhythmischen, dem Wechselschlag, der da passiert und so weiter. Oder auch Riffs, wie jetzt, um nochmal auf Rammstein zurückzukommen, wo ich ja eigentlich erst noch Gedanken gesucht habe, wenn mir das einfallen würde. Eben hatte ich es auf der Zunge gehabt, jetzt ist er weg. Klasse. Super. Blöd gelaufen. Nee, aber hier zum Beispiel auch Radio und sowas. Auch eigentlich kein kompliziertes Riff. Oder auch Los. Selbst das kann schwierig sein. Wenn man die Rhythmik nicht ganz versteht und auch mit Palm-Muting nicht so ganz zurechtkommt, kann man das vergessen.
meine, ich habe es dem guten Michi mal beigebracht, als er angefangen hat, Gitarre zu lernen, Akustikgitarre. Der hat sich da echt schwer getan. Und ich habe ihm das im Detail erklärt und hat trotzdem mehrere Wochen gebraucht, bis er ansatzweise gecheckt hat, um was es geht. Aber das ist normal, weil er halt auch am Anfang ist und das zwar ein leichtes Riff ist, aber trotzdem irgendwo Techniken beinhaltet, die fordernd sind. Ja? Grüße gehen raus, falls du gerade zuhörst. Nochmal ein Schlückchen hier. Geil. Jedenfalls. Okay. Andere Band, die mir noch wirklich darauf gebracht hat, diesen Podcast heute mit diesem Thema auszustatten, ist System of a Down. Denn Darren Malakian ist ein Gitarrist, der durchaus fähig ist, gerade wenn es um ja, Shredding, in Anführungszeichen, halt, wie sagt man denn dazu nochmal, halt schnelles Alternate Picking und mit Muting und so weiter auf den untersten Saiten geht, also quasi im tiefen Register. Er kann sicherlich auch obenrum auf den hohen Saiten, wenn es um Solospielen geht, sieht man ja auch, hört man ja auch bei Songs wie zum Beispiel Lonely Day, der eigentlich ein relativ unterschätztes Gitarrensolo hat, finde ich. Weil wenn ich so an den Song denke, denke ich nicht als Gitarrensolo, aber wenn ich es dann höre, denke ich mir so, okay, ja, hört man bei System of a Down seltener. Aber es ist natürlich gerade, was diese ganzen triolischen Geschichten angeht und das, dieses ganze schnell, fast-paced Alternate Picking auf den untersten tiefen Saiten, das ist immer, da ist er halt sehr, sehr stark drin. Und da habe ich auch gut gestaunt, als ich zum ersten Mal Chop Suey spielen wollte und das damals noch nicht so gut drauf hatte. Das war so der Song, mit dem ich das gelernt habe. Und trotzdem hat er teilweise oder größtenteils echt simple Riffs geschrieben. Also ich meine, das Chop Suey Riff ist zwar schnell wie Kacke, aber es ist relativ einseitig, also das Hauptriff, es ist relativ einseitig, es ist relativ willkürlich zusammengewürfelt, wie ich finde. Und es klingt fucking geil. Guck mal, da sind wir doch. Und ich finde auch, dass er halt gerade was so, allein das letzte Drittel, das letzte Viertel des Songs sind eigentlich nur drei Akkorde. Ich muss überlegen, welche sind's? G. D oder Dis. Und B. Flat. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es ist alles, ich muss umdenken, weil es ja auch in C gestimmt ist. Versuch war es wert. Es ist eigentlich alles nur drei Akkorde, die sich quasi vorwärts und rückwärts abspielen. Und trotzdem wirkt der Sound so unfassbar riesig in dem Part. Und trotzdem wird er als immer wieder als Gitarrengröße im Metal genannt, obwohl er in der Hinsicht teilweise relativ minimalistisch ist. Und es gibt viele reine Power-Chord-Riffs von System of a Down. Es gibt auch viele, wo er auf die Hacke haut. Aber es hält sich eigentlich relativ die Waage. Meistens Songs kommt beides vor. Ne? So. Und da ist auch wieder, er weiß halt genau, wann er was machen muss. Und ihr merkt, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Dass es darum geht, durch musikalisches Gespür zu wissen, zu spüren, zu fühlen, sagen zu können, wann spiele ich wie kompliziert. Und wann ist Komplexität vonnöten und wann ist sie es eben nicht? Weil Darren Malakian zum Beispiel auch in Songs wie zum Beispiel jetzt Deer Dance, das ist mir auch wieder aufgefallen, da hat er halt ein relativ simples Riff als Einstieg und Chorus, das eigentlich auch relativ monoton ist, und dann halt diese geilen Slide-Parts so ein bisschen in der Strophe, die wiederholen sich ja die ganze Zeit. Und dann kommt eben aber in der Mitte dieses total geile Solo, was auch hauptsächlich so auf einem Movement basiert, was ein paar Mal wiederholt, aber das ist schon, wenn man den Song lernt, was mit mir damals so war, und man weiß nicht so recht, was auf einen zukommt, man hat nicht so viel von den Songs gespielt, das war damals einer der ersten, die ich gelernt habe von System of a Down, nach Chop Suey und nach BYOB, und da habe ich dann bei dem Solo auch schon ein bisschen gestaunt, weil das war dann doch schon so, ja, das war halt so vom Wechselschlag hier über die verschiedenen Seiten doch schon mal gar nicht so einfach. Und das war dann wieder eins, was dann auch deutlich rausgestochen ist musikalisch, weil es eben den Fokus auf die Gitarre gelegt hat, weil es dann plötzlich klanglich komplett aus dem sonst so dreckigen, metaligen Song, der vorher passiert ist, rausgestochen ist und dann wieder diesen armenischen, völkischen Touch hatte, wo halt das Modern herkommen, abgesehen vom Metal halt. Und das war ein super Beispiel dafür,
dass ein Gitarrist gewusst hat, wann er komplex werden muss. Ich muss mal gucken, ob mir mal ein Beispiel einfällt von Linkin Park, wo das passiert ist. Klar, Hunting Party, viele Solos. Da kann man auch sagen, wusste Brad Delson, wann er komplex werden muss. Zum Beispiel bei A Line in the Sand. Ist auch ein Song, der relativ simpel ist. Natürlich lang und ein bisschen abwechslungsreicher strukturiert als die meisten anderen Linkin Park Songs. Aber die meisten sind auch Power Chords, Oktavgriffe beispielsweise. Und dann halt am Ende das Solo, wo Tapping mit dabei ist und sowas, wo er dann mal ein bisschen mehr aus sich rausgeht auf sein Instrument. Das war auch gut platziert, weil damit rechnet man erstmal nicht bei Linkin Park und dann kam es halt sehr gut gemacht zum Beispiel. Genau. Und das ist so, wie gesagt, ein bisschen, das ist so der Punkt, wo ich auch hin wollte mit dem, was ich alles erzählt habe. Klar, war immer so ein bisschen, ne, ich schweife ja gerne mal ab, wisst ihr ja. Und das ist halt so, worauf ich hinaus will. Man muss halt ein Gespür dafür haben, wann man es simpel hält und wann man es komplexer macht. Und komplex kann auch in dem Sinne nur heißen, so komplex, wie man selbst halt bewerkstelligen kann. Es muss nicht immer auf einem Riff mit 4 Powerchords plötzlich dann ein, weiß ich nicht, 7/8-Part bei 500 BPM mit Alternate und Economy Picking folgen, wie es ein Petrucci oder ein Tausender Bass vielleicht machen würde. Muss nicht sein. Es kann auch so einfach sein wie bei Dear Dance. Und das Solo ist ja auch nicht das Schwerste, bei weitem nicht, was es gibt. Aber es ist halt im Vergleich zum restlichen Kontext des Songs ist es halt schwieriger. Und halt deutlich technischer. Wo es der Rest halt nicht ist. Ich finde einen Gitarrist, der das sehr gut schafft, zwischen Komplexität und Einfachheit zu variieren, ist Adam Jones von Tool. Was heißt ein Tool? Einfach? Was? Jaja. Tool ist im Prinzip eine Band, die sehr, sehr verworrene Abläufe produziert und sehr, sehr lustige mathematische Spielereien. Aber meistens sind die eigentlichen Riffs relativ easy. Relativ. Meistens. Ja. Ausnahmen gibt es, selbstverständlich. Aber denken wir mal an das Riff von Schism. Das ist relativ simpel. Wenn du Palm Muting beherrschst und Hammer-Ons, kannst du dieses Riff. Easy. Ich glaube, auf der Gitarre reicht sogar. Naja, Hammer-Ons brauchst du trotzdem. Genau. Und das Riff zieht sich ja durch den ganzen Song. Also nicht durch den ganzen, aber es kommt immer wieder. Und zwischendurch was anderes, da kommt es wieder. Da kommt Power Chords, da kommt es wieder. Oder auch zum Beispiel Sober. Ne? So. Oder was fällt mir noch ein? Jetzt habe ich ja auch letztens gerade erst The Pot gespielt und da ist auch eigentlich relativ häufig das gleiche Riff, was immer wieder kommt. Dann mal Abwechslung, aber auch alles Power Chords. Und trotzdem klingt das Gesamtkonstrukt natürlich dank Danny Carey, dank Justin Chancellor, dank Maynard James Keenan und dem strukturellen Außenrum klingt saukompliziert. Aber eigentlich ist zum Beispiel der Part der Gitarre eher so in Richtung Brad Delson. Natürlich würde Brad Delson bei einigen Riffs von Adam Jones ganz schön verzweifeln. Gerade wenn er eben seine Signature-Techniken auspackt. Aber im Endeffekt ist Adam Jones selten ein Lead-Gitarrist. Sondern er ist meistens Rhythmusgitarrist, der sich relativ gut in das Gesamtgefüge des Songs einbettet. Ist Adam Jones jetzt ein schlechter Gitarrist, weil er das macht? Nein, da gehört ein Haufen Skill dazu und ein Haufen musikalisches Verständnis. Und das gilt auch für Brad Delson, das gilt auch für einen Darren Malakian. Und das zeigen die auch, auch für einen Richard Kruspe, einen Paul Landers. Voll die Scheißegal. Ihr merkt, ich habe so ein paar Bands rausgepickt, wo ich es halt selber auch dran erlebe, ja, welche Gitarristen da entsprechend in dieses Muster reinfallen, dass sie eben gute Song-Server sind. Und nicht Surfer, sondern Server, ja, Diener quasi. Song-Servants, wenn man es richtig grammatikalisch ausdrücken will. Jedenfalls, die Moral von der Geschichte ist, die ihr euch mitnehmen könnt, solltet, wenn ihr selber Songs schreibt, versucht euch nicht an den kompliziertesten Songs der kompliziertesten Bands zu messen und versucht euch nicht verrückt zu machen, wenn ihr da nicht hinkommt.
Versucht einfach eine Mischung zu machen aus dem, was ihr als akustisch schön empfindet, ja, was ihr denkt, das kann man sich gut anhören, und dann würzt das so ein bisschen. Aber ja, schön den hier, ne? Den Proc Bay, Alter. Lul. Das ist auch eine Sache, die muss ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn ich Songs schreibe, muss sagen, ey, gib dich doch mal damit zufrieden, dass es einfach nur geil klingt, und versuche es nicht auf Teufel komm raus so umzugestalten, dass es klingt, als hätte es ein Petrucci, ein Abbasi, ein Plini geschrieben, weil du hast es ja geschrieben, also ich, oder du hast es ja geschrieben, nicht die. Und du sollst auch gar nicht so klingen, du sollst Leute mit deiner Musik begeistern, und wenn du einfach nur drauf losballerst, dann guckt man sich vielleicht an, denkt man sich, wow, was macht der da? Aber ist die Frage, musikalisch, bleibt es deinem Gedächtnis? Man muss den Mix finden. Man muss den richtigen Mix finden. Und das ist die Kunst daran. Würde ich sagen, meiner Meinung nach. Genau. Ja. Das war es eigentlich soweit. Man muss das richtige Verhältnis finden zwischen kompliziert und einfach, und daraus dann eben einen Song machen. Dann ist es gut. Und so ist auch mein Fazit. Musik ist dann am besten, wenn sie, die einzelnen Verhältnisse gut aufeinander abgestimmt sind. Musik, die zu kompliziert ist, kann man sich oft nicht auf lange Dauer anhören. Und Musik, die zu einfach ist, ist irgendwann auch langweilig. Von daher, das gute Verhältnis muss irgendwie gefunden sein. Auch mal einen Song, der nur einfach ist, einen Song, der nur kompliziert ist, aber ne, im Gesamtkontext, dass es sich ungefähr so ausgleicht. Genau. Wie immer, meine Meinung muss nicht eure sein, kann. Ihr könnt mir gerne mal dazu in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob euch komplexe Musik komplett überfordert, weil ihr vielleicht hört ihr ja auch nur die falsche komplexe Musik, so müsst ihr erstmal was einsteigen, was vielleicht ein bisschen besser ausbalanciert ist, wie ich es ja gesagt habe. Oder ob ihr sagt, simple Musik ist gar nicht euer Fall, oder was eure Beispiele sind für Musiker, die oft verschrien werden, weil sie ja nichts können, aber wo ihr eigentlich der Meinung seid, dass sie dem Song einfach so gut dienen, dass das schon wieder als Skill eben durchgeht. Also was es ja auch in den meisten Fällen ist. Jeder Musiker, der dazu in der Lage ist, einen Song mit irgendwas zu füllen, der dann auch gut klingt, nicht überragend, nicht technisch überragend, aber halt musikalisch gut klingt, ist ein guter Gitarrist in dem Fall. Ja. Also, jeder Gitarrist, der das kann, habe ich Musiker oder Gitarrist gesagt? Gitarrist, egal. Ja, jeder Musiker, der das kann, ist ein guter Musiker. So, für einen Keyboarder und Bassisten gilt das Gleiche und Drummer auch. Genau. Jedenfalls, lasst es mich wissen, sehr gerne. Ansonsten, lasst mir ein Like da, wollte ich gerade schon sagen. Macht's auch, aber das sage ich mal im Podcast gar nicht. Ja, da würde ich sagen, wir haben 37 Minuten, 38 Minuten. Doch wieder länger, als ich dachte. Macht's auf jeden Fall gut. Noch einen schönen Sonntagabend und spielt nicht zu viel Gefudel. Naja, fast. Spielt mehr Jazz. Tschö.